Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ja, Bogenweiche muss weg, muss raus. Wer ein bisschen meine Anlage kennt, der weiß, dass hier unten, da wo ich es gerade zeige, hinten bislang eben jene Bogenweiche lag. Das hatte gut funktioniert, kann ich mich wirklich nicht beklagen. Aber je mehr Testfahrten ich mache, daran sieht man mal, wie wichtig die Testfahrten eigentlich auch sind, umso mehr habe ich feststellen müssen, wie ich auch gerade hier reingeschrieben habe, dass da hinten so ziemlich jeder fünfte Zug entgleist ist. Die Entgleisung ist geschehen, wenn ich von links nach rechts reingefahren bin, das heißt in der Spitze Ende der Weiche. Es ist passiert in beide Varianten, das heißt in den äußeren Bogen rein und in den inneren Bogen rein. Nicht immer, aber jedes vierte, fünfte oder sechste Mal oder völlig verschieden. Und es ist nun mal so, das ist die Ecke, in die ich eigentlich nur wirklich schlecht rankomme. Oben steht ja mein Seidenberg drüber und hier vorne diese grüne Hartschaumebene, die wir hier immer im Vordergrund so ein bisschen sehen, wo auch die Bogenweiche drauf liegt. Die habe ich da oben zerschnitten, damit ich noch ein bisschen besser rankomme. Weil ich musste ja, wie gesagt, da hinten die Bogenweiche entnehmen. Und das ist tatsächlich die Stelle an der Platte, was ich ja auch eben schon gesagt habe, wo ich fast nicht rankomme. Also habe ich mir jetzt die Arbeit gemacht, weil wenn nämlich später jeder fünfte Zug mir da hinten entgleist, dann kriege ich wahrscheinlich so eine richtig dicke Aggression. Nee, kriege ich nicht. Ich bin kein aggressiver Typ. Aber das nervt wahrscheinlich. Und das trübt ja unglaublich den sogenannten Spielspaß. Und das möchte ich nicht. Hier vorne sehen wir übrigens jetzt gerade mal so eine leichte Überhöhung, die ich reingebaut habe. Die Überhöhung, die ist im Grunde genommen keine. Sie ist eine Überhöhung, die im Grunde genommen die negative Überhöhung rausnimmt. Es ist ein Gefälle von da hinten, was da runterkommt. Und durch diese Kurve, die so ein bisschen zurückführt, nämlich in diese Weiche vorne rein, war die Überhöhung eigentlich falsch rum. Das heißt, der Zug hatte sich raus aus der Kurve geneigt. Das ist mit anderen Worten, wenn man so schnell kommt, was ich zwar nicht mache auf der Platte, sieht aber trotzdem blöd aus, dann hätte der Zug umkippen können da hinten. Und das ist ja wahrscheinlich nicht im Sinn des Erfinders. Also habe ich die auf der Außenseite etwas überhöht. Das heißt, ich habe da Kork untergelegt und habe das rechts mit festgeklebt und habe so das Gleis im Grunde genommen gezwungen, sich in eine gerade Position zu bewegen, sodass das eben nicht passieren kann. Ja, nun habe ich eine ganz normale Weiche hinten eingebaut. Die verdeckten Weichen habe ich ja mit den Original-Weichenantrieben gelassen. Das heißt, die sehe ich ja nicht. Und alle Weichen, die ich nicht sehe, werden bei mir nicht mit Unterflurantrieben ausgestattet, sondern mit den Original-Weichenantrieben, die dabei sind. Das hat den Grund, ich komme ja sowieso, wir werden es ja nachher nochmal sehen, ich komme ja sowieso ganz schlecht ran. Und da habe ich im Grunde genommen das so gemacht, dass ich die normalen Weichenantriebe gelassen habe. Und alles wird hier an diesem Digi-Case angeschlossen. Die DR4018 kennen wahrscheinlich die meisten auch von euch. Deswegen gehe ich da gar nicht groß drauf ein. Das Ganze wird übers Tablet gesteuert. Und da hinten sehen wir die eingebaute Weiche, die ich ja eben kurz in den Video rein verlötet habe. Hier sehen wir ganz, dass hier vorne über das Tablet gesteuert wird. Da hinten geht dann die Weiche entsprechend mit, wenn ich natürlich auch richtig drauf tippe. Ich war etwas zu zaghaft jetzt gewesen und habe natürlich dann entsprechend nicht wirklich immer so richtig drauf getippt und da passiert natürlich manchmal eben nichts. Also da muss man schon auch bei einem Tablet nicht zu großspurig sein und da nur so drauf wischen oder wie auch immer, sondern man muss schon eben auch tippen. Auch wenn die Tablets sehr empfindlich sind, auch vielleicht ist auch die App nicht so empfindlich, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls muss man da ein bisschen entsprechend drauf tippen, dann geht das Ganze auch. Ja, nachdem das alles gemacht worden ist, funktioniert das prächtig. Ich habe nie wieder einen Ausfall da hinten gehabt. Ich habe wirklich einige Testfahrten gemacht. Ich habe im Grunde genommen Züge in verschiedenen Variationen durchfahren lassen, in alle möglichen Richtungen, von rechts nach links, von außen nach innen und was auch alles möglich ist. Und es ist mir kein Zug mehr entgleist.
zum Rasen ist diese Anlage sowieso nicht gedacht. Das habe ich ja schon 100 Mal gesagt. Und entsprechend ist das hier auch, überhaupt nicht vorgesehen. Aber es kann ja doch mal sein, dass man etwas zu schnell da in die Kurve reinprescht und dann entsprechend alles umkippt da hinten. Und ich komme da wirklich schlecht ran. Also ich müsste immer den ganzen Aufbau, der da später oben drauf kommt, abnehmen. Es wird abnehmbar gemacht. Natürlich kann ja auch mal was kaputt gehen. Aber es ist nun mal so, dass eben, ja, wer hat denn da Lust drauf? Keiner. Also wollen wir das Ganze gar nicht provozieren. Da habe ich mir die Arbeit lieber jetzt gemacht, als dass ich die Arbeit später habe oder den Frust später habe. Und ich sag mal, unser Hobby, die Modellbahn oder ja, Modellbahn natürlich, ist nicht für Frustaufbau, sondern für Frustabbau gedacht. Wir wollen alle Spaß haben, ne? Also machen wir uns doch lieber gleich die Arbeit am Anfang. Es ist ja nicht so, wer mich kennt, weiß, ich treibe es ja nicht mit der Perfektion auf die Spitze. Das möchte ich überhaupt nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das bei manchmal furchtbar, wenn ich das sehe. Und das ist wirklich, wenn viele mögen es vielleicht, mag sein, ist auch schön, soll auch jeder mögen, was er will in diesem Hobby, wo ein Kabel neben dem anderen ganz säuberlich liegt. Ich bin der Meinung, hier geht es auch bei mir um ein Hobby. Ich will Spaß dabei haben. Ich mag das Tüfteln, ich mag das Basteln. Deswegen sehen wir ja auch diesen Antrieb, den ich jetzt hier in dem Fall an die Seite ran gemacht habe, weil erstens sieht man es nicht, weil es ist so klein. Ich meine, wir reden ja über 9 mm Gleise. Es ist ja so klein, das sieht man nicht. Und meine Platte, meine Bahn ist ja hoch. Das heißt, so schräg, wie wir hier drauf gucken, jetzt vom Bild her, guckt ja kein Mensch auf meine Anlage drauf. Ja, man steht ja davor, die fährt ja immer irgendwo in Brusthöhe, also Oberbauch-Brusthöhe, wenn ich jetzt davor stehe. Das habe ich ja gemacht, damit ich ja auch meine Bahn nicht von oben drauf gucke. Das mag ich nämlich übrigens nicht. Ich möchte also so schräg reingucken. Ich möchte dieses tolle Diorama-Gefühl haben, wenn ich davor bin, wenn ich schräg reingucke und ich sehe eben, wie eine Eisenbahn hinter einem Haus verschwindet oder irgendwas anderes, was manche ja so wunderschön als wenn sie so Bilder bringen, wenn die Lok oder die Eisenbahn, der Zug vorbeifährt. Ja, aber unterm Strich ist es halt doch nicht so. Unterm Strich gucken die meisten Menschen von oben auf ihre Eisenbahn drauf und das möchte ich zum Beispiel nicht. Ich möchte schräg rein. Ich möchte, wenn ich mich leicht runterbeuge, auch wirklich diesen tollen Effekt haben, weil ich sage, da hinten fährt eine Eisenbahn vorbei, die verschwindet hinter Häusern, die verschwindet hinter Fabrikgebäuden oder sie fährt in ein Fabrikgebäude oder was auch immer ich hier noch so bauen werde, was mir noch so einfällt. Und richtig hoch ist ja zum Beispiel der Bahnhof oben links, der ist ja auch wie hinten sogar noch ein Stückchen höher. Da gucke ich wirklich nicht ganz Augenhöhe, aber Kinnhöhe gucke ich da rein. Und das finde ich toll. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und deswegen läuft ja die Bahn, die Steampunk-Anlage hier, auf drei Ebenen, mindestens drei Ebenen. Dass ich wirklich das Gefühl haben kann, wenn ich reingucke, das ist was. Hier sehen wir übrigens diese abenteuerlichen Antriebe, die ich von unten, die habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mal so drauf ein. Die Texte stehen immer mit dabei, deswegen, wer das lesen möchte, kann das gerne tun. Und aber es ist halt wieder mal ein Update notwendig gewesen. Ich kann ja nicht immer nur die großen Videos bringen, weil dann habe ich immer 4 Wochen, bis da mal wirklich wieder ein großer Baufortschritt ist, den man auch was sieht. Obwohl diese Sachen hier wesentlich mehr Anspruch nehmen zeitlich als irgendwelche Begrünungen oder Vergipsungen von irgendwelchen Bereichen. Ja. Und gerade hier dieses mechanische Zeugs alles, diese Antriebe, die ich nach unten lege, das sind ja hier an der Stelle ca. nach 35, 40 cm, wie das nach unten auf dem platten Boden reicht. Wer meine Videos schon länger guckt, weiß ja, oder auch nicht, wie auch immer, dass meine weichen Antriebe vorne an den Rand der Platte rankommen. Ich komme später nicht mehr unter die Platte drunter. Das heißt, man kommt immer irgendwo hin, wenn man was zerstört. Aber die sollen alle vorne liegen. Das war ein Riesen-M gerade. Ich muss bloß gerade überlegen, weil wenn ich das nach vorne ziehe, dann klappe ich das im Grunde genommen nur auf. Ich wollte es gerade so ein bisschen erklären, aber das macht sich wahrscheinlich schlecht. Ich glaube, ganz am Ende des Videos sieht man mal so einen kleinen Motor vorne. So einen kleinen Motor, so ein Quatsch. So einen Weichenantrieb, das sind die von Konrad. Hier sehen wir es, ca. 50 cm hoch, von noch höher, ne? Erstmal ja, da oben, da ist die Weiche, da ist der Antrieb und das ist so diese Brusthöhe von mir, also schon wirklich sehr hoch.
Und wenn ich da reingucke, ich gucke tatsächlich so schräg rein, wie wir das jetzt hier sehen. Also weiter hoch komme ich gar nicht mehr. Dann geht es hier runter, dann geht der Anschluss bis da unten hin auf den platten Boden. Das ist ja ein Schrank eingebaut. Ihr wisst ja, das ist eine Schrankanlage. Und von dort aus geht dann nochmal ein Holzstab sozusagen als Antrieb. Ich wollte eigentlich Bodenzüge einbauen, aber das finde ich völlig blödsinnig. Also geht ein Holzstab nach vorne und endet dann am weichen Antriebsmotor vorne an der Anlage. Die kommen deswegen vorne hin, falls die mal kaputt gehen, dann kann ich gleich vorne bequem die Motoren oder die Antriebe austauschen. Und aber die Gestängekram, was ich hier alles jetzt gebaut habe, das baue ich natürlich entsprechend so stabil, deswegen da viele Kleber, deswegen auch die Kabelbinder damit rum, dass die Messingröhrchen keine Chance haben, da irgendwie mal abzugehen, dass der Kleber sich löst oder. Deswegen auch nochmal Holzleim als Fixierung oben drauf gebracht und damit das alles irgendwo hält. Hier rechts sehen wir so einen schön abenteuerlichen Antrieb, der geht nochmal hier schräg runter und da unten ist der Antrieb, was ich eben gesagt habe, da sehen wir ihn schön und so wird das nach oben umgelenkt. Das wird noch mit einer Führung links und rechts, dass das nicht wabbelt, obwohl der ziemlich steif und stabil da hängt. Aber das mache ich halt noch. Und hier oben die Weiche wird angesteuert damit. Die habe ich so ein bisschen komisch hingehangen, weil drunter das Gleis ja noch ist. Da sehen wir, es funktioniert gut. Weil drunter das Gleis ja noch ist, was wir da sehen, da muss ja noch eine Lok und ein Zug drunter durchfahren können. Deswegen diese komische Umlenkung. Es ging halt nicht anders und ich möchte ein Messingröhrchen nicht so verbiegen, dass das irgendwo dann nur noch im Weg ist. Alles klar, dann danke ich dir, dass du dabei warst. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen nach oben. Dein Aquapainter aka Uli. Tschüss.